Kommen wir zum die wichtigsten Redner des heutigen Nachmittags. Ich glaube, Gutmenschen würden dich als Spießer bezeichnen. Seit 20 Jahren die gleiche Frau und von der gleichen Frau auch noch die Kinder. Ja. Und kein anderer kann so zärtlich wie er aussprechen: Servus Pa, Servus Patrioten! Das war die Anspielung. Und du wirst heute zu uns sprechen über den sehr schweren Stand, den die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern hat, und über TTIP, das angebliche Freihandelsabkommen. Freihandel haben wir schon lange. Bei TTIP geht es um was völlig anderes. Was ist dahinter versteckt? Begrüßen wir einen echten Lokalpatrioten, Mitglied in X Heimatvereinen, heimatliebend, erfolgreicher Unternehmer, unser Bester aus Niederbayern, die Nummer 1, der Bezirksvorsitzende, Stefan! Servus Patrioten! Servus Deggendorf, Servus Niederbayern! Danke Hans Jörg für die nette Begrüßung. Bedanken möchte ich mich auch bei der Katrin und vor allem auch bei Hengt, dass ich heute wieder ein paar Minuten reden darf. Ich halte es recht kurz, weil es rennt. Aber mich freut es, dass doch so viel Doppel im Hand. Man sagt, in Deutschland rührt sich einiges, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen beim Store. Dankeschön, meine Damen und Herren. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Stefan Brotschka, bin 38 Jahre alt. Wie ich davor schon gesagt habe, seit 19 Jahren haben sie erst mit einer derselben Frau beieinander. Seit 13 Jahren verheiratet. Zwei liebe Kinder, 9 und 11 Jahre alt, gehen beide noch in die Schule. Bin Bezirksvorsitzender von Niederbayern. Ganz kurz zu Niederbayern. Niederbayern setzt sich zusammen aus 5 Kreisen. Und Deggendorf ist natürlich einer davon und auch relativ aktiv. Und es werden immer mehr, wenn man sich da erinnert. Aber ganz ehrlich, meine Damen und Herren, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt. Mit einem der besten der Bevölkerung. Und das ist ein Land, auf das wir wirklich stolz sein können, oder nicht, meine Damen und Herren? Und wir haben doch auch eine Verantwortung dafür, dass wir das Land, unsere Kinder und unsere Enkelkinder zu bewahren und in eine positive Zukunft führen. Weil dazu gehört heute auch einmal, dass man unangenehme Wahrheiten ausspricht. Ja, ich bin stolz auf Deutschland. Ja, ich bin stolz auf unsere Fahne und ich bin stolz auf meine Herkunft, meine Damen und Herren. Ich bin stolz auf das Land, das meine Großeltern nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Ich bin stolz auf das Land, das 71 Jahre lang in Frieden mit anderen Ländern und Nachbarländern Handel geführt haben und Wissensaustausch geführt haben. Ich bin stolz auf das Land, das eine ganz gute Berufsausbildung und eine ganz gute Schulausbildung hatte, meine Damen und Herren. Ich bin auf das Land stolz, bei dem die traditionelle Familie und Kindergrün einen ganz großen Stellenwert hatte, meine Damen und Herren. Ich bin stolz auf das Land, das die besten Wissenschaftler, das die besten Diplom-Ingenieure und das die besten Handwerker der Welt ausbildete, meine Damen und Herren. Ja, auf ein Land, das jahrelang die beste Währung der Welt hatte. Auf das Deutschland bin ich stolz, meine Damen und Herren. Wir konnten bis zu Merkel friedlich und ohne Angst über die Straßen gehen. Ja, auch nachts, meine Damen und Herren. Ja, aber was haben die da umgehört? Unsere liebe Empfangsdame Merkel, unser kleines Dickes aus dem Harz und unser zahnloser Blühschlöwe aus München, aus unserem wunderschönen Land macht, meine Damen und Herren. Ja, jetzt möchten sie sowas wie TTIP, CETA und TISA einführen. Das ist ein sogenanntes Freihandelsabkommen. Ja, meine Damen und Herren, mit dem Freihandelsabkommen verkaufen sie aber Deutschland und deren nichts Gutes. Sie verkaufen damit unsere Freiheit und auch unsere Rechte, für die unsere Vorfahren hart und lange dafür gekämpft haben, meine Damen und Herren. Ja, sie verkaufen aber auch unseren Umweltschutz und sie verkaufen aber auch, was in Niederbayern ganz gut angesagt ist, den Beruf Landwirt.
Die landwirtschaftlichen Flächen sollen meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, der Nahrungsmittelproduktion dienen und nicht für Bodenspekulationen oder mit TTIP sogar für Fracking, meine Damen und Herren. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass moderne bäuerliche Betriebe mit regionaler Verwurzelung am besten geeignet sind für Umweltschutz und zur Produktion von hochwertigen und rückstandsfreien Nahrungsmitteln und auch zu marktgerechten Preisen. Und nicht nur mit TTIP vereinbart, genveränderte Nahrungsmittel, meine Damen und Herren, braucht kein Mensch. Da braucht der Bauer auch wieder mehr eigene Entscheidungsfreiheit und ich glaube, der Bauer weiß selber, was am besten ist für unsere Felder und ist durch das auch einer von den besten Umweltschützer. Und wir müssen in Niederbayern den Beruf Landwirt auch wieder viel attraktiver machen, meine Damen und Herren. Ähnlich sehe ich das Ganze auch bei den Fischern und bei den Jägern. Für mich sind das die besten Umweltschützer und deren Fachkenntnisse müssen eigentlich unsere Politik mehr ins Auge ziehen. Man sollte halt einmal fragen, zu Hege oder zu Pflege von Flüssen und Wäldern. Man sollte da einmal fragen, bei Abschuss oder bei Fangquoten. Ich glaube, die wissen besser, was in einer Flüsse drin ist oder was in einer Wälder drin ist, als bei irgendeinem dummer Bürokrat in Brüssel, meine Damen und Herren. Und da muss ich klipp und klar sagen, ich bin froh, dass so viel da sind, weil ich bin ein extrem gegen TTIP. Und mit dem muss einfach Schluss sein. Aber wenn wir uns ehrlich sind, alle, fast alle Blockparteien, Hand für TTIP, meine Damen und Herren. Und unsere Empfangsdame Merkel hat ja noch vor, TTIP 2016, solange der Obama an der Regierung ist, durchzudrücken, meine Damen und Herren. Wir verkaufen unser Land mit TTIP, meine Damen und Herren. Wir verkaufen unsere Rechte, meine Damen und Herren. Wir verkaufen unsere Freiheit, meine Damen und Herren. Da dreht man sich irgendwo in einem Gretzum, der heißt Brunnold, ist Rechtsanwalt aus Deckendorf und ist mein Gegenkandidat als Direktkandidat in Rotterdam, weil Deckendorf hat noch keiner mehr. Dem fällt ja nichts mehr ein, der hat irgendeinen Vortrag gehalten, ich weiß nicht, der Kollege von mir war toll, sagt, den Vortrag hat er nicht gehalten, der hat die ganze Zeit über die AfD geredet. Aber ist ja schon verschiedene Tage über die AfD nicht, weil dann wissen wir, dass man auf dem richtigen Weg haben, wenn einem nichts mehr einfällt, weil Argumente haben die Leute schon lange gar nicht mehr gehalten. Davor ist schon mal der Franz Josef Strauß zitiert worden. Wir alle wissen, ich war 17 Jahre lang in der JU, ich bin 2010 nach der ersten Griechenland ausgetreten, weil ich kann mich keiner Partei anschließen, die Vertragsbrüche begeht, meine Damen und Herren. Strauß hat in den 80er Jahren schon gesagt, sollten uns einmal die Roten und Grünen regieren, da muss man jetzt auch dazu sagen, Frau Merkel schiebt mittlerweile auch auf die Seiten, weil die hat mehr gemein mit den Grünen als mit der CDU. Dann Gnade uns Gott. Und wenn man heute mal schaut, wie recht er da gehabt hat, man braucht gerade auf Baden-Württemberg schauen, meine Damen und Herren, oder auf Thüringen, wo die Linken an der Macht sind, meine Damen und Herren, die vernichten unsere Bundesländer, die vernichten unser Land, meine Damen und Herren. Dann am Schluss Strauß war übrigens ein AfDler. Weil der dreht sich grob um, wenn er sieht, was die anderen aus seiner CSU machen, meine Damen und Herren. Soweit haben wir schon Thema. Die CSU war einmal da und ist eigentlich da, um Bayern zu stärken. Aber seien wir uns einmal ehrlich, was hat denn die CSU nur für Meinung? Hat die CSU überhaupt noch Rückgrat, meine Damen und Herren? Wie oft hat unser Herr Drehhofer, unser Landesvater, überhaupt schon mal ein Ultimatum gegen Merkel gestellt oder gegen die Bundesregierung gestellt? Dreimal, viermal, achtmal, was doch für ein Mensch nicht mehr. Herr Seehofer, wir steigen aus der Koalition aus. Was ist passiert? Nichts. Herr Seehofer, ich ziehe meine Minister ab. Was ist passiert? Herr Seehofer, dann schütze ich meine Grenzen selber. Was ist passiert? Herr Seehofer, dann verklage ich die Bundesregierung, habe ich schon gehört. Aber es ist ja doch was passiert bei den Christen. Wenn man auf Baden-Württemberg schaut, da hat die CDU einfach wieder mal eine Meinung geändert und haben jetzt Juniorpartner von den Grünen. Scheißegal auf die Meinung von meinen Wählern. Hauptsache, ich habe meinen gut bezahlten Bürositz im Landtag. Danke, meine Damen und Herren.
Aber mittlerweile ticken doch alle regierenden Parteien so. Alle möchten doch gerade noch einen fetten Arsch, Entschuldigung, ich selber einen, möchten doch einen fetten Arsch auf irgendeiner gut bezahlten Bürostelle haben. Und die Meinung vom Volk interessiert doch keinen mehr. Und wenn wir uns ehrlich sind, meine Damen und Herren, wenn es einmal zu viele Zuwanderung gibt, muss man einmal die Mut aufbringen und sagen, genug ist genug. Wenn da heute versagt wird, meine Damen und Herren, dann muss man auch mit einem Mut dazu aufbringen, dass er Fehler war, da man ihn eingeführt hat. Und wenn die EU nicht mehr funktioniert, dann muss man auch mit dem Mut aufbringen, um zu sagen, ja mein Gott, das war falsch, wir gehen mal wieder zurück, meine Damen und Herren. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, mit TTIP, CETA, TISA und mir der ganze Kram Forst nicht glücklich sind, ja, dann müssen Sie mit dem Mut aufbringen und müssen mit uns auf die Straße gehen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie mit den Blockparteien nicht mehr zufrieden sind, meine Damen und Herren, dann bringen Sie mal den Mut auf und schließen Sie uns um gegen die AfD, meine Damen und Herren. Da irgendwann zahlen wir den roten Socken, aber da haben wir ihn. Wir zünden den letzten Parlament ein und da denkt man den ganzen Scheiß auf, den wir die letzten Jahre gemacht haben, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, Mut zur Wahrheit, Mut zu Deutschland. Danke, meine Damen und Herren. Also lieber Stefan, frei von der Leber weg, brillant wie immer, ich bedanke mich bei Katrin Ebner-Steiner, dass sie simultan dem Herrn Höcke Hochdeutsch ins Ohr übersetzt hat. Aber so ist halt, wenn man echt ist, dann kommt es von der Seele, das tut bei mir auch nicht anders, da kommt halt auch der Franke wieder durch. Ne? So.